Hey Leute, wie geht's euch? Ich bin's wieder, Jonas von Stream of Fortitude, und heute gibt's das zweite Trainingslog von mir. Letzte Woche ging's ein bisschen um das Sprunggelenk und heute möchte ich mal ein anderes Thema ansprechen, und zwar das Prinzip des 5RM Days, weil ich habe ja schon gesagt, dass ich nach der Texas-Methode trainiere, dreimal die Woche, KDK quasi, und ein Tag davon ist der sogenannte 5RM Day. Was bedeutet das? 5RM heißt quasi, ihr habt einen Arbeitssatz mit 5 Wiederholungen und nehmt da das maximale Gewicht. Das heißt, genau so viel, dass ihr gerade 5 Wiederholungen einen Satz lang schafft. Dadurch trainiert ihr natürlich richtig am Limit. Ihr versucht das Gewicht wöchentlich zu steigern, und es kann natürlich auch mal passieren, dass ihr die 5 Wiederholungen nicht schafft. Jedenfalls seid ihr immer am Limit an diesem Tag. Und wenn ihr am Limit trainiert und ans Limit geht, dann werdet ihr irgendwo feststellen, was sozusagen als erstes schlapp macht im Körper. Beispielsweise, wenn ihr einen schwachen Trizeps habt beim Bankdrücken, dann kann es sein, dass ihr die Hantel relativ weit nach oben bringt oder zur Mitte, aber ab dann könnt ihr eure Arme nicht mehr richtig durchdrücken, weil eben der Trizeps schlapp macht. Und genauso sieht man es halt bei allen Übungen, und bei der zum Beispiel sieht man, dass die erste Wiederholung bei der Kniebeuge ist relativ schön noch, aber ich fange jetzt an, dann kurz nach vorne zu kippen. Das liegt daran, dass sozusagen mein Oberschenkel, also mein Quadrizeps, ein bisschen schwächer ist als der Rest von meinem Bein, also Beinbeuger und Hintern und Unterrücken. Und deswegen beim nach oben gehen schiebt sich das Knie ein bisschen nach hinten. Und dadurch hat einfach wieder ein Quadrizeps eine leichte Entlastung. Beinbeuger und Hintern müssen mehr machen. Und ich falle sozusagen so ein bisschen mit dem Oberkörper nach vorne. Das heißt, der Rücken wird ein bisschen vertikaler, ist nicht so schön. Da merke ich einfach sozusagen, wo meine Schwächen sind. Und was ich halt darauf bezogen jetzt unternehmen werde, ist beispielsweise, dass ich Front Squats für den Oberschenkel einbaue. Jetzt sind wir beim Bankdrücken angekommen, und da bin ich eigentlich wirklich richtig zufrieden. Seit den letzten paar Wochen, wo ich jetzt wieder ein bisschen Gewicht zunehme, Körpergewicht, geht auch wieder die Bankdrückleistung nach oben. Bald bin ich jetzt wieder da, wo ich auch bei dem Champions Cup Wettkampf war. 5x5 mit 100 Kilo oder vielleicht sogar 105 Kilo zu schaffen, das wäre richtig geil. Momentan, was ihr jetzt gerade seht, ist 5RM mit 95 Kilo. Ja, ich glaube 95 Kilo war es. Ging sogar relativ gut, vielleicht wäre sogar eine 6. Wiederholung gegangen. Das heißt, beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall nach oben im Gewicht. 97 Kilo, und genau. Bei mir ist es ja so, dass ich quasi den Overhead Press und den Bankdrücken immer abwechseln. Das heißt, ich habe nicht im Bankdrücken jede Woche einen 5RM, sondern ich habe nur jede zweite Woche einen 5RM. Und deswegen habe ich jetzt sozusagen, da ich ja 2 Wochen jetzt in dem Video zusammengefasst habe, seht ihr leider nur einmal Bankdrücken und einmal Overhead Press. Jetzt sind wir beim Kreuzheben angekommen. Ich mache mich da gerade noch mit 140 Kilo warm. Kreuzheben ist was, wo ich wirklich extrem viel auch an der Technik geändert habe. Früher bin ich viel tiefer mit dem Hintern nach unten gegangen. Das heißt, ich habe versucht, viel mehr aus den Beinen zu machen, meinen Oberkörper viel aufrechter zu haben. Aber ich habe festgestellt, dass ich jetzt mit der Technik, wo ich quasi viel mehr aus dem Beinbeuger hebe und viel mehr ziehe, dass ich dadurch ein deutlich besseres Gefühl habe und auch deutlich stärker geworden bin. Ich mache jetzt gerade 160 Kilo 5RM, geht relativ gut. Und ihr werdet sehen, dass ich in der nächsten Woche nochmal was draufpacken kann. Das ist natürlich auch mal ein bisschen tagesformabhängig, das 5RM Training. Was ganz interessant ist auch, das ist ja alles an einem Tag. Das heißt, ich fange an mit einer Kniebeugeübung, Beugen, dann eine Drückübung, und dann kommt Kreuzheben. Und Kreuzheben ist natürlich eine gewisse Vorbelastung durch die Kniebeuge da. Was aber natürlich aus Powerlifter-Sicht relativ gut ist, weil im Wettkampf habt ihr natürlich auch Kreuzheben als allerletzte Übung. Das heißt, ihr gewöhnt euren Körper schon mal dran, dass es sozusagen 3 Bestleistungen hintereinander bringen muss. Das ist ziemlich gut. So, jetzt sind wir am zweiten Tag angekommen. Da habe ich auch wieder Kniebeuge, aber diesmal bin ich von 130 Kilo auf 132 nach oben gegangen. Ich muss natürlich immer ganz klar zugeben machen, ich mache das ohne Gürtel, ohne Kniebandagen oder SPDs und ohne Squatschuhe. Mit den ganzen habt ihr, glaube ich, schon mal gesehen, dass ich da ungefähr 150 Kilo schaffe. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Da merkt ihr jetzt richtig schön, dass ich viel besser gehe wie beim letzten Training, wenn ihr das noch in Erinnerung habt, was ich euch vorher gezeigt habe. Das geht richtig flüssig, und deswegen habe ich dann sogar noch eine 6. Wiederholung gemacht. Das ist natürlich eigentlich nicht das Ziel, lieber sichere 5 Wiederholungen. Aber bei mir war es so locker, dass ich gesagt habe, ja, ich mag jetzt einfach eine 6. machen, weil es so gut gegangen ist, und das heißt beim nächsten Training auch definitiv Gewicht erhöhen. Weiter geht's mit Overhead Press. Overhead Press habe ich mich relativ stark gesteigert. Das ist zwar eine relativ schwache Übung von mir. In der Schulter bin ich nämlich nicht so stark im Vergleich zu meinen sonstigen Übungen.
Aber ich bin jetzt auf jeden Fall bei 57,5 Kilo und schaffe die 5 Wiederholungen nicht ganz. 4 gehen noch relativ okay, aber die 5. werdet ihr sehen, dass mir dann der Dommy spottet hinten. Und genau darauf ist, ich merke halt auch einfach, dass die Übung extrem viel Balance im Core und so weiter braucht. Ihr seht, wie ich wirklich zitter, dadurch, dass die Hantel ungefähr jetzt in 2 Meter Höhe gehalten wird, muss der Körper das komplett ausstabilisieren. Und da seht ihr recht schön, erst oben raus werde ich schwach. Das heißt auch wieder mein Trizeps ein bisschen. Ich hatte ja früher schon mal so das Problem mit Trizeps beim Bankdrücken und habe damit Ketten trainiert und habe dann sozusagen meinen Trizeps wieder stärker gemacht. Und sowas werde ich vielleicht auch jetzt wieder für den Overhead-Press brauchen. Das hier ist jetzt Kreuzheben. Da haben wir 162 Kilo drauf. Ihr erinnert euch beim letzten Mal 160 Kilo. Diesmal ging es noch um einiges besser. Ich war richtig im Mode. Und ich habe auch wieder eine 6. Wiederholung gemacht. War jetzt wirklich eigentlich nötig, aber ich bin einfach ein bisschen, es ist durchgegangen mit mir und es ist auch geil, 162 Kilo, 6 Wiederholungen, das ist richtig geil, weil ihr müsst euch überlegen, ich habe davor schon einen 5RM Squat gemacht, das heißt, frisch mit Gürtel und so weiter könnte ich vielleicht sogar 170 Kilo 5 Mal schaffen und was das dann für ein 1RM ist, das wird mal richtig interessant, vielleicht könnte ich mal Ende des Jahres versuchen, 190 oder sogar 200 Kilo zu ziehen. Wenn euch das interessieren würde, ob ich das schaffe, dann kann ich ja mal ein Video drüber machen und es mal ausprobieren. Das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Deswegen kurz, einfach mal kurz wieder mein Training zusammengefasst. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr weitere Sachen sehen wollt, lasst ein Like da und kommentiert drunter, falls euch was Bestimmtes interessiert. Irgendwelche Technikgeschichten oder zum Trainingsplan irgendwas. Ihr könnt übrigens neuerdings auch auf Facebook schreiben. Folgt uns da, ihr könnt uns eine private Nachricht schreiben und wir werden hundertprozentig antworten, können euch da vielleicht auch zu individuellen Fragen was helfen. Also keine Scheu, schreibt uns einfach an. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video, ciao.